Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Botschaften und Energien von Commander Starscheran, Meister Saint-Germain, Aquarius Aquarian, Erzengel Metatron und Sanat Kumara zum Portal am 28.11.2023. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Kosmos, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in dein Hals, von deinem Hals in deinen Kopf. Und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren in deinen Lichtkörper bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein. Und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt auch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen, behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakra-Blüten, die verschiedenen Schichten deiner Chakren, von Chakra zu Chakra, in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du auch schon die Präsenz von Qumran Ashtar-Sheran, der jetzt zu dir sprechen möchte. Dies ist ein Teilaspekt von Ashtar-Sheran, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt in diesem besonderen und hochfrequenten Channeling.
um dich zu synchronisieren mit verschiedenen Energiefeldern, insbesondere aber mit dem Dezember 2023, kannst du dich ausrichten, dass der Dezember 2023 hochfrequent verschiedene Bewusstwerdungs- und Transformationsprozesse anstößt in deinem Energiekörper und ganz besonders intensiv das Kollektiv transformieren wird. In dieser Frequenz geht es darum, bestimmte Dinge loszulassen, die im Dezember 2023 dich noch daran hindern, dein Bewusstsein zu öffnen und deine Medialität auf die höchste Ebene zu heben, so wie es für dich angenehm ist. Die Energien, die fließen, kristallinen Diamant, platinfarbene Frequenz, verbunden mit einem hohen Aspekt von Gold, können dich darin unterstützen, diese Energetik zu erzeugen, dass du zum höchsten Wohle aller, zum höchsten Wohle des Ganzen, zu deinem eigenen höchsten Wohle dienen möchtest, aus deinem Herzen heraus. So kannst du spüren, wie du zum Dezember 2023 dich noch mehr öffnest für Neues, für Inspirationen und Impulse, insbesondere aus der Galaxis, aus der Intergalaxis, aus den verschiedenen Frequenzen, insbesondere von Venus und Sirius, Oktarion und Chaturan, aus den Frequenzen von Vega und einem Aspekt von Orion. So kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich mit diesen Akasha-Sternentoren intensiv verbinden. Ganz besonders über dein Herz kannst du spüren, wie die Energien fließen. Du aus diesem Frequenz- und Energiefluss dich neu ausrichtest, das zu tun, was dein Herz sich wünscht im Dezember 2023. Das Portal am 28.11.2023 ermöglicht es dir, noch einmal mehr ganz genau hinzuschauen, in welcher Frequenz dein Bewusstsein sich erhöhen darf, sofern du es wünschst, und in welchen Aspekten du Dinge loslassen kannst, die dir nicht mehr dienlich sind. Spüre, wie diese Energetiken, die jetzt fließen, dich daran unterstützen und in dir jetzt Bilder und besondere Schlüsselmomente hervorrufen, vielleicht jetzt oder auch in den nächsten 2 Stunden, um all das noch einmal anders zu betrachten, das Hinzugehen und Öffnen für das Tor Dezember 2023, welches hochfrequent ist und ganz besonders über die Christusenergie unterstützt wird. Spüre die Energien fließen, die Energien der Christusfrequenz, das Christus- und Mariengitter dieses Planeten und anderen Energiefeldern, die jetzt lichtvoll in deinem Sein sich connecten möchten. So kannst du die aufgestiegenen Meister und Lichtwesen an deine Seite bitten im Dezember 2023 und ganz besonders zum Portal am 28.11.2023, um dich zu synchronisieren für neue Botschaften, hinwendend auf das Jahr 2024. So wird Meister Saint-Germain jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Saint-Germain, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem hochfrequenten Channeling, welches ganz intensiv deinen Lichtkörper reinigt und klärt und deine Ausrichtung noch einmal unterstützend prüfen lassen kann, wie du dich selbst in deinem Sein ausrichtest, Neues zu kreieren, die Kraft der Manifestation und Materialisation zu strukturieren und bewusst zu lenken und wie du aus diesem kreativen Prozess Neues kreierst, was dem Wohl des Ganzen dient. So kann es sein, dass du mit neuen Menschen im Dezember 2023 Kontakt hast, die dir Impulse und Inspirationen geben, Kooperationen, die dein eigenes Sein befruchten und erhöhen und dessen Sein du in besonderer Art und Weise auch befruchtest und erhöhst durch den gleichzeitigen Austausch. So kann es sein, dass du dich konzentrieren möchtest im Dezember 2023 auf diese Energie des Austausches und der Kooperation, auf die Energetik, was für dich wichtig ist in der Kooperation, sei es ein Liebespartner oder Familienpartner, ein Geschäfts- oder Arbeitspartner, jemanden, den du in deinem Bekanntenkreis oder in einer Community kennenlernst, der jetzt im Dezember 2023 wichtig ist und den du bereits spüren kannst, zu diesem Portal am 28.11.2023. So wisse, dass dies der Monat ist, in dem potenziell die höchste Wunderrate bestehen kann, in dem Sinne, dass magische Energetiken und kristalline Strukturen über die Alchemie sich vereinen
und in dieser Frequenz den Planeten ganz stark erhöhen, insbesondere in den normalen Zyklen von Planet Erde, aber ganz besonders vom Dezember 2023 bis zum Dezember 2025 sich ein interner Zyklus eröffnet, der ganz besonders die kristallinen Strukturen in der materiellen Form ersichtlich macht und öffnet für das neue Christusbewusstsein aus dem Herzen heraus. So wird Aquarius Aquarian jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Aquarius Aquarian, der jetzt zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt. In diesem Channeling kannst du dich ausrichten darauf, bestimmte Aspekte in dir zu vereinigen und zu spüren, wie du jetzt zu diesem Portal dich öffnest, deine mediale Entwicklung auf besondere Art und Weise voranzutreiben und die verschiedenen Energetiken in dir zu vereinen, die notwendig sind, dass deine mediale Entwicklung sich überdimensional ausweitet. Dein Gespür für das Gegenüber, dein Gespür für die energetischen Felder um dich herum, dein Gespür für verschiedene Menschen oder Situationen, dein Gespür und deine Intuition können jetzt noch mehr ihren Platz finden. Zu diesem Portal kannst du dich darauf ausrichten und trainieren, wie du dieses Gespür in deinem Sein kultivierst, öffnest, weitest, expandierst und explosiv verbindest mit verschiedenen galaktischen Toren. In dieser Energetik wird dieses Portal ganz besonders erhöhend und überhöhend sein. Verschiedene Energetiken auf Planet Erde, insbesondere in den kristallinen Strukturen der 33.333 und der 44.444 sein und auch in den Verbindungen, Quersummen und Potenzierung dieser Frequenzen. So kannst du dich darauf ausrichten, diese Energetiken zu spüren und dich noch einmal intensiver mit dem Herzschlag von Mutter Erde zu verbinden und zu synchronisieren, um die Prozesse, die dieser Planet durchläuft, noch leichter mitzugestalten und besondere Aspekte deiner Fähigkeiten, deines gesamten Potenzials als Meister, als aufgestiegene Meister, als Lichtkanal, Lichtwesen, Lichtarbeiter oder Heiler jetzt in der materiellen Form so zu praktizieren, dass es dem Wohle des Ganzen noch dienlicher ist. Vielleicht geht es darum jetzt, sich noch einmal mit anderen Aspekten zu verbinden in deiner Heil- oder Lichtarbeiterarbeit und jetzt zu betrachten, was im Jahr 2024 Neues geboren werden möchte. So wird Erzengel Metatron jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Metatron, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich herzlich willkommen heißt. In diesem Channeling kannst du dich ausrichten, die Metatron-Frequenz in deinem Sein jetzt noch einmal intensiver zu spüren und dich mit mir so zu verbinden über deinen gesamten Körper. So kann es sein, dass du in den nächsten 2 Tagen intensiv diese Connection mit mir herstellen möchtest, um mich noch intensiver zu spüren über deinen gesamten Körper in einer täglichen Meditation und dich vorzubereiten auf die Botschaften im Dezember 2023. Vielleicht geht es darum, jetzt mit den Engelsfrequenzen, den Engelszahlen, den Engelsflügeln und ihren Systematiken von Schutz und Unterstützung, von Hilfe und Geborgenheit jetzt zu lernen, wie dein Lichtkörper sich verändert und du immer mehr in diesen Frequenzen übergehst. Vielleicht geht es darum, jetzt deine Engelsanteile zu entdecken und auch die verschiedenen aufgestiegenen Meisteraspekte in dir zu kultivieren, die du bereits kennengelernt hast oder kennenlernen wirst in den nächsten 14 Tagen. In dieser Energetik werde ich dich in deinem Prozess unterstützen und im Gesamten den Aufstiegsprozess als ein Aspekt verbunden mit der Zentralsonne Energien lenken zu diesem Portal in die 5. Herzkammer der verschiedenen Menschen auf diesem Planeten, um diese zu öffnen als Vorbereitung auf den 12.12.2023. Spüre diese Resonanzen vom 28.11.2023 bis zum 12.12.2023 in deinem Herzen und wie sehr stark sich dein magnetisches Feld verändert, wie sehr stark du deine Vibrationen und Schwingungen spürst, wie sehr stark deine Engelsenergetik wächst und du mit den Engelsreichen noch einmal anders verbunden wirst. So wird Sanat Kumara jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Sanat Kumara,
der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling, welches jetzt golden-kristalline Frequenzen über die Aura dieses Mediums geleiten lässt aus meinen Gefilden, um dich mit der goldenen Frequenz von Gaia zu verbinden. Im Inneren von Gaia, in Inner Erde, bestimmte Aspekte zu betrachten und aus dieser Energetik heraus dich zu verbinden, aus dem Transformationsprozess von Planet Erde jetzt neue Bilder zu empfangen, die die Heilung und die Transformation des Planeten unterstützen. Spüre, wie die Energien fließen und die goldenen Frequenzen in deinem Sein anders erfahrbar sind, wie du Gold als einen Aspekt in deinem Sein neu betrachtest und dir möglicherweise Artefakte und Attribute in der Farbe Gold, in den Frequenzen von Gold anschaffen möchtest oder mit ihnen arbeiten möchtest, zu diesem Portal am 28.11.2023. Immer, wenn du magst, in der Resonanz mit dem Dezember 2023. So kannst du spüren, wie die Energien fließen und goldene Frequenzen verbunden mit der Zentralsonne Helios jetzt deinen Lichtkörper erhöhen und dich nun erhöhen in deinem Bewusstsein, wie sehr stark und sensibel dein Lichtkörper verbunden ist mit allem, was existiert, wie sehr stark du spürst, was um dich herum vibriert und wie sehr stark du mit diesen Energiefeldern des Lichtes und der Sonne, der Zentralsonne, in Resonanz gehst. So kannst du aus dieser Erfahrung, aus diesem Erlebnis, aus diesem Gespür heraus jetzt dich ausrichten, diese Energien weiter zu kanalisieren und in deinem Herzen zu tragen, in deiner fünften Herzkammer, in deinem goldenen Atom jetzt Neues zu kreieren und zu spüren, wie alles miteinander verbunden ist, wie All-Eins-Bewusstsein in sich selbst heraus entwickelt, daraus, dass das Bewusstsein der einzelnen Menschen auf diesem Planeten sich ganz bewusst verbindet, sich connected, miteinander verschmilzt in den Ursprungszustand, aus dem es kreiert worden ist. In dieser Energetik kannst du mich jetzt spüren und den verschiedenen Körperschichten deines Seins diese Energien absorbieren, um die goldenen Frequenzen lange in den nächsten 14 Tagen in deinem Energiekörper vorzuhalten, dich zu schützen in deinem Sein und aus diesem Schutz heraus dein gesamtes Sein in seiner vollen Präsenz zu integrieren und zu präsentieren. Ja, das waren die kraftvollen und intensiven Botschaften und Energien der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen für dieses Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Kanal von Live Your Spirit. Schau dir gerne an, wer wir sind als Spiritual und Mental Healer. Und schau gerne auch in unseren Shop, wenn du magst. Da gibt es verschiedene Aspekte bzw. Angebote, um dich in deinem Prozess der Transformation und Bewusstwerdung zu unterstützen, falls du das magst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!